Jahr für Jahr machen sie sich zu Lande und auch zu Wasser auf den Weg in die österreichische Gemeinde Reifnitz. Denn einmal im Jahr wird es im ansonsten eher beschaulichen Ort am Wörthersee heiß und laut. Das GTI-Treffen ist seit mehr als 30 Jahren Tradition und lockt über 150.000 Menschen an. Erlaubt ist, was gefällt. Das Motto des GTI-Treffens ist: umhercruisen, feiern und natürlich sehen und gesehen werden. Heiße Geräte sind am Wörthersee gefragt. Und um zumindest die Automobilen entsprechend aufzumotzen, stecken die Besucher oft ihr letztes Geld hinein. Häufig ist das Tunen des Fahrzeuges ein Mehrfaches teurer gewesen als der ursprüngliche Wagen selbst. Doch das GTI-Treffen ist schon lange kein unorganisiertes Treffen einiger autoverrückter Jugendlicher mehr. VW hat sich der Organisation dieses Festivals angenommen und nutzt es als effektive Plattform. Nirgendwo anders ist eine so große Zahl treuer Fans und natürlich auch Kunden mit Neuvorstellungen und interessanten Studien zu begeistern. Und viele Fans, die vor vielen Jahren mit dem frisch bestandenen Führerschein in der Hand und dem ersten getunten Golf zum GTI-Treffen gefahren sind, kommen heute als gesettelte Erwachsene an den Wörthersee. Die Begeisterung für die Marke ist immer noch da, nur ist heute die finanzielle Grundlage vorhanden, um meinetwegen das gerade enthüllte Golf GTI Cabrio auch zu kaufen und nicht nur davon zu träumen. Staub aufwirbeln, das wird dieser Polo im kommenden Jahr. VW steigt mit ihm in die Rallye-Weltmeisterschaft ein. Am Wörthersee gab es zum ersten Mal einen zivilen Ableger zu bestaunen. Noch eine Studie, aber mit munteren 220 PS unter der Haube würde sich dieser Polo WRC Street ganz schnell in die Herzen der Fans fahren. Da bei der PS-Party Motorsound inzwischen nicht mehr alles ist, sorgen Erfolgsproduzent Moose T und die famose Emma Lanford familienkompatibel für Unterhaltung. Bei VW hat man die Wirkung dieses Traditionsfestivals inzwischen gut erkannt. Der GTI jetzt im 36. Jahr, ja, absolutes Urgestein, auch Namensgeber und auch Initiator für diese gesamte Veranstaltung. Und dann halt das Golf Cabrio, auch ein Urgestein, 1979 das erste Golf Cabrio, jetzt die dritte Generation. Und erstmals kombinieren wir das zusammen und bringen ein GTI Cabrio. Und das ist, glaube ich, schon was ganz Außergewöhnliches. Das klingt so einfach, aber man braucht dazu eine Basis vom Cabrio, die extrem steif ist, die also auch diese Sportlichkeit rüberbringen kann. Ja? Sodass der Kunde halt nicht nur sieht, das ist irgendwo ein GTI, sondern muss sich auch fahren wie ein GTI. Die Studien sind stets umlagert und werden genauestens begutachtet. Für VW eine gute Möglichkeit herauszufinden, was bei der treuen Kundschaft für Entzücken sorgt und auch die Markentreuen kalt lässt. Wenn eine Studie hier ankommt, verkauft sich das Auto auch später bei den Händlern. Die Gemeinde Reifnitz hat mit dem Ansturm der VW-Fans keine Probleme. Aus dem Rathaus heißt es, dass die Veranstaltung eine Belebung des Tourismus in der Vorsaison sei. Deshalb gilt auch wie in jedem Jahr der Rat: Wer beim 32. Treffen 2013 dabei sein will, sollte sich rechtzeitig um ein Zimmer bemühen. Sämtliche Hotels und Pensionen rund um den Wörthersee sind an diesem Termin komplett ausgebucht. Kein Wunder, bei mehr als 150.000 Menschen.